Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Karl Benno von Meschow. Die Dreschmaschine summt das Lied ihrer Arbeit. Oben im Getreidebansen flogen die Garben den Weg zurück, den sie vor Wochen hineingegangen waren, purzelten hinunter auf den Tisch und verschwanden eine hinter der anderen im gähnenden Maul der Maschine. Sie wurden durch Walzen gepresst, auf mehrfachen Schüttelsieben ihrer schon gelockerten Körner beraubt und allenthalben grausam behandelt. In drei Bestandteile aufgelöst, gab sie dann die Maschine an verschiedenen Seiten wieder her. Vorn, dem Dampfkessel zugewandt, rann das wohlsortierte und gereinigte Korn in die Säcke. An der langen Seite spuckte ein Windgebläse die Spreu weit hinaus, und hinten warfen die wie Tatzen vorgreifenden Schüttelarme das leere Stroh die Sprossen hinunter, wo es von den Frauen zu dicken Bunden zusammengenommen wurde. Unentwegt summte die Maschine das Lied ihrer Arbeit und fraß immer neue Garbenmassen in sich hinein. Zuweilen, wenn eine Einlage gar zu dick geraten war, senkte sie in plötzlicher Abspannung ihre Stimme und rumorte verlegen so unten herum, bis sie neue Kräfte gefunden hatte und den Anlauf zur Höhe wiedergewann.